Hauptsache Regen, ja. Das im Sommer. Wirklich. Ich hasse Regen im Sommer. Wenn es nach mir ginge, sollte es einfach nur nachts regnen, wenn wir schönes Wetter haben, damit wir am Tage das schöne Wetter auch genießen können. Nicht so wie in Massenram, wo schlechtes Wetter oder Monsunregen zur Normalität gehören. Aber was ist das? Was ist Monsunregen? Welche Auswirkungen hat das? Und wie beeinflusst der Klimawandel das? Bei Monsun muss ich immer an dieses eine bestimmte Lied denken, aber auch an den Erdkundeunterricht in der Schule. Aber was ist ein Monsun eigentlich? Monsun ist im landläufigen Sinne eine Änderung der großräumigen Winde. Das heißt, es gibt verschiedene Jahreszeiten, in denen die Winde vorrangig aus einer bestimmten Richtung wehen. Bei uns zum Beispiel mittleren Breiten wehen die fast das ganze Jahr aus West, das heißt von West nach Ost. Wenn wir bestimmte Monsunregionen, die meisten denken dann natürlich an Indien, an den indischen Subkontinent denken, dort weht der Wind dann eben in einem Teil des Jahres, das ist über den Winter, meist aus nördlichen Richtung und dann, wenn der Monsun losgeht, aus südlichen Richtung. Der Begriff heißt übrigens Drehung des Windes, eine Windveränderung also. Aber wie funktioniert das? Wie entsteht so ein Monsun? Grund für die Regenfälle ist die Erdachse, die dann auch noch schräg zur Umlaufbahn steht. Und dazu kommen dann auch noch die Sonnenstrahlen. Die Sonne strahlt besonders stark auf bestimmte Kontinente und dadurch erhitzt sich die Landoberfläche. Im Gegensatz zum Meer, das sich nicht so schnell erhitzt wie das Land. So entsteht eine Differenz der Temperaturen zwischen Land und Wasser und das wiederum bringt dann diese Regenmengen auf den Kontinent. Aber wie viel regnet es eigentlich am nassesten Ort der Welt, in Massinram? Da sind es 11.000 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Und nur mal zum Vergleich, in Deutschland sind es 670 Liter pro Quadratmeter allein in 2022. Aber kommen wir zurück zum regnerischen Wetter, zum Monsunregen. Indien ist ja nicht das einzige Land, wo es diesen Monsunregen gibt. Wo gibt es denn noch so? Monsunregen gibt es auch in Amerika, Westafrika und Nordaustralien. Aber welche Bedingungen, welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Die Voraussetzung ist, dass man eine Landmasse und nahegelegenen Ozean hat und gleichzeitig Gebiete, in denen keine Westwinde vorherrschen. Das heißt, es muss in tropischen Regionen sein, wo im Prinzip nahe dieser sogenannten innertropischen oder intertropischen Konvergenzzone die Luft aufsteigt. Das ist im Prinzip dort, wo die Einstrahlung am größten ist. Dort findet, wenn man so will, keine Ablenkung der Luft statt. Sie muss nach oben aufsteigen. Wenn dann gleichzeitig über der Landmasse dieses Aufheizen verstärkt stattfinden kann und über dem Ozean nicht, der angrenzt, dann bildet sich diese Zirkulation. Aufgrund der Bedingungen vor Ort fällt der Monsun nicht überall gleich aus. Warum gibt es jetzt regionale Unterschiede und warum gibt es in Deutschland keinen Monsun? Nicht, dass ich ihn vermissen würde. Kann man die Definition ganz einfach hernehmen, weil es genau diese Windänderung nicht gibt. Die zweite Definition ist, dass eben die Niederschlagsunterschiede zwischen den Monaten sehr groß sein müssen und das haben wir bei uns auch nicht. Wir haben relativ gleichmäßiges Wetter, was das Gesamtjahr angeht. Das heißt, wir haben quasi immer Niederschläge und keine ausgeprägte Trockenzeit. So Wetterlagen, wo tatsächlich auch bei uns vom Mittelmeer über Tage so eine Feuchte zur Verfügung gestellt ist, und dann ist man im Prinzip wie in so einer Monsun-Wetterlage. Aber die eigentliche Definition, was ein Monsun ist, das ist nämlich dieser Unterschied der Jahreszeiten, das haben wir bei uns nicht. Apropos Trinkwasser. Welche Vor- und Nachteile haben denn Monsunregen eigentlich? Diese großen Wassermassen, die während des Monsuns auf das Land treffen, sind essentiell und bilden die Basis für das Leben vor Ort. Es gibt zum Beispiel weniger Waldbrände, weil die Luftfeuchtigkeit während des Monsuns extrem hoch ist. Außerdem sorgt ein Monsun für das notwendige Trinkwasser, denn es ist Süßwasser. Und die Landwirtschaft ist abhängig von diesen Mengen an Regenmassen, um ausreichend Lebensmittel zu produzieren. Und wir haben euch im Community-Tab mal gefragt, was ihr glaubt, welche Lebensmittel am wenigsten Wasser benötigen. Und die Antwort sind ziemlich spannend. 16% sagen Reis, 71% sagen Linsen und 13% von euch sagen Avocados. Bei Reis und Linsen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben es in den Medien, glaube ich, in den letzten 2, 3, 15 Jahren mitbekommen, dass Avocados am meisten Wasser benötigen. Und die hatte tatsächlich einen ganz guten Riecher. Linsen brauchen tatsächlich sehr wenig Wasser. Bei Kichererbsen ist das aber auch der Fall. Und dann haben wir schon den zweiten Punkt. Reis in der sogenannten Nassreismethode, die überwiegend genutzt wird, um Reis anzupflanzen, sind die Reisfelder komplett unter Wasser gelegt. Das heißt, die Pflanze wächst im Wasser. Und dann hatten wir noch die Avocado. Ja, 3 Stück davon, ungefähr 1 Kilo, benötigen 1000 Liter Wasser. Und nur um das mal in einen Vergleich zu setzen, laut dem Umweltbundesamt benötigen wir in Deutschland pro Person pro Tag 123 Liter Trinkwasser zum Waschen, Duschen, Schluck trinken. Gebt dem Video gerne mal ein Like, wenn ihr von solchen Fakten genauso überrascht seid
wie ich. Und wo wir schon bei Vergleichen sind, ein Baum, ein großer, ganzer Baum benötigt ungefähr 10 Liter pro Tag. Dass ein Monsunregen auch wirklich solche positiven Auswirkungen hat, wie genug Wasser für die Landwirtschaft, setzt voraus, dass er auch wirklich zu festen Zeiten kommt. In den meisten Regionen funktioniert das extrem gut getimt, weil einfach eine bestimmte Energie da sein muss und dann geht das einfach los. Trotz allem sind da natürlich Verschiebungen von ein paar Wochen denkbar, in denen dann schon entsprechende Auswirkungen dort vor Ort spürbar sind. Und wenn das nicht stattfindet, kann es zu Missernten und somit zu Nahrungsmittelknappheiten führen. Außerdem können solche Monsunregen auch zu stark ausfallen und dann gibt es Überschwemmungen, Erdrutsche und das kann dann auch die Infrastruktur zerstören. Der Klimawandel kann Studien zufolge diese Monsunregen beeinflussen. Laut Studien kann er diese Regen abschwächen, er kann aber auch nach anderen Studien diesen Starkregen extrem verstärken. Wenn euch das interessiert, schaut mal unten in die Beschreibung, die Studien habe ich euch da reingetan. Welchen Einfluss hat denn der Klimawandel auf die Monsunregen? Der Klimawandel kann zu Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur führen. Das wiederum kann zu Veränderungen in den Niederschlagsmengen der Monsunregen führen und das führt dann zu Missernten. Eine Studie des Max-Planck-Instituts hat gezeigt, dass es in der Vergangenheit schon zu Störungen des normalen Monsuns kam, weil der Indische Ozean zu warm war. Wenn ihr wie ich kein Regenfan seid, dann solltet ihr von Juni bis September in Indien, Bangladesch und Thailand auf gar keinen Fall Urlaub machen, denn man kann nicht genau sagen, wann in dieser Zeit, wo in welcher Region genau gerade ein Monsun stattfindet. Macht euch da so am besten vorher schlau. Falls ihr gerade nicht an Urlaub denkt, weil ihr euch über die Temperatur in eurem Büro ärgert, dann schaut euch mal dieses Video an. Da geht's um die perfekte Bürotemperatur.